Scheiße. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner wunderschönen Küche. Nicht. Ja, nun gut, dass ich meine Küche nicht schön finde, habe ich euch ja nun schon zu Genüge erzählt. Ich werde es euch wahrscheinlich auch sowieso noch ein paar Mal erzählen. Wir sind aber heute hier, weil ich euch natürlich mal wieder zeigen möchte, was ich gerade im Supermarkt bzw. im Lidl habe ich eingekauft. Genau das wollte ich euch zeigen. Und ganz kurz einmal zur Info, wir sind ein 3-Personen-Haushalt, also 2 Erwachsene, ein Kind. Und ich habe jetzt hier 4 große Tüten eingekauft. Da geht's auch direkt los. Ein paar Sachen hat mein Mann gestern schon eingekauft, aber irgendwie hatte ich da verplant, dass wir auch noch ein bisschen mehr brauchten. Und so hat er dann nur Toast und Brot eingekauft. Den Toast zeige ich euch auch gleich mal. Das ist nämlich ein super guter Tipp, gerade für Kinder. In meinem letzten Food-Haul hatte ich den auch ganz kurz erwähnt. Es geht um diesen Dinkeltoast hier. Der ist von Golden Toast, die Dinkelharmonie. Und das Zeug finde ich insofern toll. Das kostet leider zwischen 2,39 und 2,49. Also recht teuer leider für ein Weißbrot im Endeffekt. Aber mir gefällt das so gut, weil ich so meinem Jungen ein bisschen gesünderes Mehl quasi unterjubeln kann. Weil das Zeug sieht ganz genauso aus. Ich zeige euch das hier mal. Das sieht wirklich ganz genauso aus wie Buttertoast. Schmeckt auch annähernd so tatsächlich, aber hält halt ein bisschen länger satt. Und naja, man weiß ja, also ich bin kein Gegner von Weizenmehl, aber wenn jetzt mein Kind wirklich nur Toast isst und so weiter, dann finde ich es dann schon gut, wenn es dann mal eben so einen Toast nimmt. Weil Vollkorn- oder Dreikorn-Toast, das wird überhaupt nichts. Das kennt ihr vielleicht auch. Und da ist das eine tolle Alternative. Eigentlich isst er das auch ausschließlich, weil ich esse irgendwie selten Toast und mein Mann hin und wieder zwar auch, dann nimmt er auch meistens den. Ja, aber den kriegen wir halt leider nur in einem einzigen Laden, weil alle anderen haben irgendwie, da müsst ihr mal drauf achten. Das ist von einer anderen Firma, ich weiß gerade leider nicht, glaube von Harry oder so. Die haben auch so einen Dinkeltoast, das ist dann die Hälfte, ungefähr der gleiche Preis, aber mir schmeckt der persönlich irgendwie überhaupt nicht. Weil man da drin halt auch die, das ist mehr so wie Dreikorntoast irgendwie. Da sieht man halt die Körner noch und das gefällt mir persönlich nicht. Aber okay, das kriege ich natürlich auch meinem Jungen nicht untergejubelt. Also es muss dann schon dieser hier sein. Schmeckt auch wirklich gut. So, so viel dazu. Das war natürlich nicht von Lidl, das war von Edeka bzw. vom E-Center. Und dann geht es jetzt mit dem Lidl-Einkauf los. Da habe ich jetzt zweimal von diesen Dattel-Sherry-Tomaten mitgenommen. Die waren im Angebot für 1,19 Euro und ja, sind 500 Gramm. Dachte ich, kann es mal mitnehmen. So, hier haben wir den Bon. Dann hat mein Kleiner kürzlich Birnen für sich entdeckt. Endlich. Und ja, da mussten dann gleich 4 Stück mit, weil ich die persönlich auch sehr gerne esse und mein Mann sowieso. Zum Glück nehmen die mir ganz gut Obst und Gemüse ab. So. Und dann gab es tatsächlich schon ein paar Erdbeeren. Die waren zwar recht teuer mit 1,49 hier die kleine Schale. Davon habe ich auch 2 Stück mitgenommen. Eine für meinen Jungen und eine für meine Mutter als Pralinengeschenk quasi. Und ja. So, dann habe ich hier eigentlich 2 von den grünen Kiwis mitgenommen. Die esse ich persönlich sehr gerne. Mein Junge isst irgendwie nur die goldenen, aber das ist auch okay. Die sind ja auch immer ein bisschen milder. Und die werden uns bestimmt gleich noch irgendwo hier begegnen. Dann habe ich für meine Männer Chicken Wings in der milden Geschmacksvariante mitgenommen. Und dann hatten sie da im Angebot, beziehungsweise war es jetzt runtergesetzt, das ist eine Familienpackung Putenschnitzel. Die kam noch statt 5,99 4,19 Euro. Das ist jeweils 1 Kilo. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall einfrieren, denn ja, sowas kann man ja immer mal gebrauchen. Des Weiteren kamen noch 2 Ananas mit. Davon kam eine 1,69 Euro, meine ich, genau. Und die esse ich sehr gerne und eine bekommt meine Mama. Dann fehlten uns 2 Liter Milch. Die habe ich dann natürlich nachgekauft. Das ist die ganz normale, frische, fettarme Milch, also 1,5% Fett. So. Und dann ist hier eine Tüte voll mit Brötchen. Das sind 2 Doppelweizenbrötchen und 4 von den Laugenbrötchen. Das essen wir heute Abend zum Abendbrot, beziehungsweise meine Männer. Ich versuche mich da ein bisschen zurückzuhalten, weil ich natürlich mal wieder wie immer eigentlich auf Diät bin. Aber ja, klappt auch wie immer eigentlich nicht. Ist auch egal. So, hier sind die anderen Kiwis. Das ist einmal die goldene und die normale. Dann einmal Apfelsinen. Das sind 2 Kilo und das ist die Sorte Navellina für 1,49 Euro. Und dann durften 2 Avocados für mich mit. Eine davon hat 1,19 Euro gekostet. Heute mal ein bisschen teurer, aber eigentlich geht es noch. Im Supermarkt bezahlt man deutlich mehr. Die sind jetzt noch recht grün, weil ich da hinten noch eine liegen habe. Und ja, die werde ich dann natürlich erstmal verzehren. Dann durfte insgesamt 4 Hasane mit. Davon schwören hier aber noch irgendwo 2 in der Tüte rum. Und dann noch 2 Markenbutter. Und dann habe ich hier noch einmal schon gekochte Eier mitgenommen. Die sind natürlich auch gefärbt. Mein Junge mag das, egal ob Ostern ist oder nicht. Und auch mein Mann, das ist einfach schnell mal dazu gegriffen. Und die mögen das total gern. Und dann durften noch 2 Gurken mit. Die wisst ihr ja, ist mein Kleiner am liebsten. Ich esse sie auch sehr gerne. Mein Mann auch, ja. Irgendwie ist ja das ganz klar, dass mein ganzer gesamter Einkauf irgendwie von mir, meinem Mann, der Esel nennt sich immer zuerst, ne, und meinem Sohn verzehrt werden.
So, und dann durften hier diese Schokolinsen mit. Das sind ja so Smarty M&M's Verschnitte für 99 Cent die Packung. Also wirklich sehr, sehr günstig. Ich glaube, M&M's kosten irgendwie 2,89 für so eine kleine Tüte. Und ich persönlich schmecke da jetzt nicht so einen großen Unterschied und deswegen ist das auch nicht so schlimm. Und ja, die habe ich für einen Spender gekauft, den mein Sohn immer hat. Und da ist er dann natürlich dann immer, wenn er Besuch hat, mit seinen Kumpels draus. Und deswegen sind das auch vier, weil ungefähr vier Packungen in diesen Spender reingehen. Und der ist jetzt natürlich gerade leer gewesen. So, dann einmal für mich in der Hoffnung, dass mein Junge die vielleicht auch irgendwann mal probiert, die Bio-Roggenmisch-Toastbrötchen. Die kann man halt einfach in den Toaster stecken und dann sind die schön knusprig. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwie gehabt. Und ja, das finde ich sehr praktisch und sehr lecker. So, und demnächst muss ich meine ganzen Sachen hier mal wieder entkalken, also Kaffeemaschine und Wasserkocher etc. Und dafür habe ich mir Zitronensaft geholt. Das hilft immer sehr, sehr gut und ist nicht giftig und so weiter. Deswegen, ja, habe ich hier mitgenommen. Den Saft. So, und ein typisches Kinderessen. Nuggets mit Pommes und Salat. Salat ist er wahrscheinlich nicht, aber naja. Auf jeden Fall durften hier zweimal die Chicken Nuggets mit und und dann einmal für uns alle Kinderschokolade. Dann ist unsere Zahnpasta bald leer und da habe ich hier einmal von Odol Med 3 die Extra White mitgenommen. Keine Ahnung, was die gekostet hat. Und die Pro Schmelz von Sensodyne. Die hatte ich noch nie, bin mal gespannt, wie die ist. Und dann natürlich mal wieder Beefy für meine Männer. Und sogar für die Katze durfte etwas mit. Da nehmen wir immer diese Breckis hier von Whiskas. Manchmal ein Huhn, manchmal ein Lamm. Das ist ihm wahrscheinlich auch ziemlich egal. Aber ich kaufe das immer im Wechsel, damit er ein bisschen Abwechslung hat. Ich weiß ja nicht, wie Katzen das so finden. Mit oder ohne Abwechslung. Und dann durften hier einmal drei Dosen gehackte Tomaten mit. Die können ja immer mal überall rein. Also in eine Hacksoße oder auch in eine Gemüsepfanne oder auch einfach mal nur zu Reis. Ich finde, die muss man immer da haben. Und deswegen kamen davon drei Stück mit. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Das hier sind auch einmal Biomöhren, 1 Kilo. Die gehen ja auch immer so zwischendurch, ne? Oh, ich dachte gerade, die knallen runter, Mensch. Einmal mein Lieblingssportwaschmittel. Das hilft sehr gut, Gerüche rauszukriegen und allgemein so ein bisschen die Handtücher ordentlich auf Vordermann zu bringen. Ich bin ja leider nicht die Sportlichste, von daher brauche ich es wahrscheinlich nicht für meine Kleidung. Aber ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ja sonst immer das von Perwoll, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber ich erzähle es einfach nochmal, ist ja egal, ne? Und ja, das kommt da auf jeden Fall sehr gut mit. Und dann durften hier noch dreimal diese kleinen Päckchen von dem Dr. Oetker Vanille Bourbon Aroma mit. Natürlich ist Bourbon Vanille Aroma. Das ist super, super lecker. Also das ist immer so quasi meine Geheimzutat, wenn ich Kekse, Kuchen oder auch Pfannkuchen oder sonst irgendwas mache. Da kommt dann immer ein bisschen was davon rein, also meistens ein Tütchen. Und das ist einfach irgendwie so ganz gewisses Etwas. Also das kann man jetzt auch nicht mit einer Vanilleschote irgendwie nachmachen oder mit normalem Vanillezucker oder so. Das ist einfach ganz tolles Zeug. Davon kostet ja so ein Zweier-Ding hier irgendwie 49 Cent. Ist zwar auch nicht ganz günstig, aber das ist einfach irgendwie mal so dieses gewisse Etwas, was dann da fehlt, wenn das nicht drin ist. Und ich wurde eben schon ganz oft danach gefragt, was ich denn immer so in meine Kekse reinmache, dass das immer so, das schmeckt eben so ein bisschen, ja, vanillig, marzipanig, aber nur ganz leicht. Also es ist so ganz toll aufeinander abgestimmt und das finde ich wirklich schön. Und zu guter Letzt eine Packung Bockwürstchen. Ich hatte die noch nicht. Meistens sind die Würstchen ja so ein bisschen, oh, ich weiß auch nicht, man muss echt mal Glück haben, wenn man eine gute Marke gefunden hat. Sonst waren eigentlich immer die von Lidl, diese normalen Wiener Würstchen in den 2-4er-Packungen quasi. Die waren immer die besten, aber die sind irgendwie, die haben sich verändert. Die waren jetzt echt eklig. Sowohl vom Geschmack als auch von der vom Biss her quasi. Und deswegen muss ich mich da jetzt leider mal ein bisschen durchtesten, um zu gucken, was denn da, ja, was man jemandem anbieten kann quasi. Genau. So. Und dann haben wir es auch geschafft. Das war jetzt erstmal so unser, ich weiß auch nicht, Halbwocheneinkauf. Wir hauen das jetzt schon nicht alles weg. Also da waren jetzt halt sehr viele Vorräte tatsächlich mit bei. Und ich weiß auch nicht. Also da war ja jetzt aber auch kein Brot bei, ne? Also irgendwie fehlt schon ein bisschen was. Es ist aber eigentlich doch auch schon ein ziemlich fast vollständiger Wochenendeinkauf oder Wocheneinkauf. Genau. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid und freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut! Ach ihr Lieben, das wollte ich euch nochmal ganz schnell erzählen. Ich habe mir gerade, die gibt es zwar schon ein bisschen länger, diese Kaffeeautomaten bei Lidl dann am Ausgang, ne? Die gibt es schon länger, aber ich habe noch nie einen Kaffee da getrunken. Und jetzt habe ich mir da vorhin mal einen, was war denn das? Latte Macchiato mit Vanillearoma mitgenommen für 1 Euro. Der war so lecker, ne? Und deswegen rede ich jetzt wahrscheinlich auch so schnell, weil da ordentlich Koffein drin war. Mein Körper ist aber auch nur von Cola-Koffein gewöhnt. Also ich trinke nicht so oft Kaffee, aber das war echt lecker. Könnt ihr gerne mal probieren. Aber meine Mama hat auch schon mal gesagt, dass ihr von dem normalen Milchkaffee oder Kaffee aus dem Automaten irgendwie schlecht geworden ist, weil der irgendwie zu stark war oder so. Aber das ist wahrscheinlich auch von Filiale zu Filiale unterschiedlich, weil das natürlich auch unterschiedliche Leute befüllen und so weiter. Das war's.
Nein, das war's nicht. Da, das Chaos, das werde ich jetzt beseitigen. Also, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Da geht gerade die Nachbarin vorbei. Zum Glück hat sie hier nicht reingeguckt. Kann man das glauben, dass man immer solche Hemmungen hat bei der Begrüßung? Dann einmal Waffelsinen, nein. Nein. Oh mein Gott, ich habe noch dieses WC-Papier hier vergessen. Mir persönlich ist ja total egal, was wir für ein PC-Papier. Ach, ist auch scheißegal.